Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Wir befinden uns in einer etwas wackeligen Börsensaison momentan. Und da gibt es die einen Stimmen, die versuchen Panik zu machen. Klammer auf, Clickbait, Klammer zu. Und dann gibt es die anderen, die sagen, alles halb so wild und die versuchen dann die Dinge ja, auch schön zu reden. Und beides ist gefährlich. Und ich möchte mich jetzt mal ein bisschen mit dem Schönreden beschäftigen. Der Kurssturz wird als schön geredet, indem man sagt, wenn man irgendwo anders außerhalb der Börse das gleiche Ding zum günstigeren Preis bekommt, dann ist es ein Sonderangebot und dann greift man zu. Und wenn an der Börse die Kurse purzeln und dasselbe Unternehmen quasi wird billiger, dann rennen alle weg und schlimmer noch, verkaufen zu Schleuderpreisen ihre eigenen Aktien. Und das klingt erstmal irgendwie schon paradox. Und ich möchte zeigen, dass es so paradox gar nicht ist und dass die Furcht der Anleger vor Kurssturz durchaus auch wirklich rational berechtigt ist. Man kann damit umgehen, aber es ist nicht so irrational wie dargestellt. Und zwar muss man sich vergegenwärtigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Konsum und Investition. Das heißt, eine Aktie ist eine Aktie und kein Fernseher. Ja? Was will ich damit sagen? Wenn man einen Fernseher kauft, dann dient es im Prinzip, dann ist es Konsum und Konsum dient im Prinzip der Erhöhung des Lebensgefühls, der Steigerung der Lebensqualität oder der Beibehaltung auf gleichem Niveau der Lebensqualität. Und eine Investition hingegen, die bedeutet Konsumverzicht, beziehungsweise man verschiebt die Investition in die Zukunft, sei es um in der Zukunft besser zu leben als heute, sei es um im anderen Extrem Altersarmut vorzubeugen. Und bei einem Konsumprodukt, wenn das billiger wird, dann weiß man im Prinzip, oder ist es im Regelfall so, dass die Eigenschaften des Produkts gleich bleiben. Also wenn ich jetzt, bleiben wir beim Fernseher, wenn ich jetzt einen Fernseher gestern für 1000 Euro hätte kaufen müssen und heute kostet 900 Euro oder 800 nur, dann weiß ich, es ist der gleiche Fernseher wie gestern, da hat sich im Prinzip nichts geändert, die Funktionalität ist dieselbe und ich weiß, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt günstiger ist, als es vorher war. Teilweise auch mit Vorsicht zu genießen, wenn der jetzt ein Auslaufmodell ist und es gibt neue Technologiestandards und der unterstützt die vielleicht nicht. Also es gibt Ausnahmen, aber im Prinzip, wenn ich ein Produkt, Konsumprodukt heute billiger bekomme, als es gestern gekostet hat, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis besser geworden. Das ist die eine Geschichte bei Konsumgütern und die andere Geschichte ist, dass wir wissen bei Konsumgütern, dass sie weniger wert werden. Also wir wissen, dass der Fernseher, nachdem wir ihn gekauft haben, weniger wert ist. Das heißt, wenn man den in ein paar Jahren verkaufen will, dann bekommt man vielleicht gar nichts mehr dafür, kann man nur noch verschenken oder ist halt was für ein Sperrmüll. Genauso beim Auto und so weiter. Auch hier natürlich Ausnahmen. Es gibt Leute, die können Oldtimer sammeln und die werden mehr wert, aber im Normalfall, dann ist aber auch kein wirkliches Konsumgut, sondern auch eher ein Investitionsgegenstand. Also wir wissen, wenn wir ein Konsumgut kaufen, dann wird es im Preis an Wert verlieren. Das ist was ganz anderes wie eine Investition, die ja Konsumverzicht bedeutet und wo wir ja wollen, dass es mehr wert wird. Weil warum verzichten wir sonst heute auf etwas, wenn wir nicht als Gegenleistung dafür in der Zukunft mehr bekommen? Das heißt, wenn hier der Preis fällt, dann tut uns das, also bei einer Investition in Form von Aktien beispielsweise, wenn hier die Kurse fallen, dann tut uns das zu Recht weh. Im Gegensatz bei Konsumartikeln, die wir gekauft haben, ist es uns egal, weil wir von vornherein wissen, dass es weniger wert wird. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte aus meiner Sicht ist, dass es viel einfacher ist, ein Produkt einzuschätzen und da das Preis-Leistungs-Verhältnis einzuschätzen, als bei einem Unternehmen. Eine Aktie ist ja ein Anteil eines Unternehmens. Das heißt, wir können zwar, keiner von uns kann, kein einzelner Mensch kann einen Fernseher bauen oder ein Smartphone oder irgendwas, einen elektronischen Artikel, einen Tisch oder so, das kriegt man bestimmt noch hin. Ich nicht, aber andere kriegen das sicher hin.
Aber nichtsdestotrotz, wir können relativ gut einschätzen, was dieser Konsumgegenstand kann. Wir haben einen relativ konkreten Erwartungswert und können daraus eben das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ gut einschätzen. Bei einer Aktie als einem Teil des Unternehmens ist es sehr, sehr viel schwerer. Das Unternehmen ist ein komplexes Gebilde und wir haben keinen Kontakt zum Management. Wir kennen meistens nicht alle Produkte, die das Unternehmen herstellt. Vielleicht vom Hörensagen oder von der Beschreibung noch auf dem Internet. Aber so richtig wissen wir das nicht. Wir können auch nicht so einschätzen, unbedingt so richtig, wie gut ist jetzt die Konkurrenz und wie wird die Nachfrage sich entwickeln? Wie werden die Rohstoffpreise sich entwickeln und pipapo. Das heißt, das ist sehr, sehr viel schwerer einzuschätzen, wie eine Aktie bzw. wie ein Unternehmen sich entwickeln wird. Insofern auch hier ganz klar ist die Unsicherheit einfach aus Natur der Sache sehr viel höher, als sie bei einem Konsumgegenstand ist. Und das heißt, dass wenn der Aktienmarkt fällt und beziehungsweise wenn unsere Aktien fallen, unsere Investitionen weniger wert werden und wir können gleichzeitig, und wir haben die Erwartung, dass sie eigentlich mehr wert werden sollen im Gegensatz zu Konsumgütern und wir können die im Gegensatz zu Konsumgütern auch noch viel schlechter einschätzen, dieses Unternehmen, als jetzt diesen Fernseher oder irgendein anderes Konsumprodukt, dann ist es aus meiner Sicht ganz klar, dass die Leute, die Investoren einfach noch unsicherer werden. Prügelt der Markt jetzt die Aktien zurecht nach unten? Ist das Unternehmen jetzt tatsächlich weniger wert, als es vorher wert war? Oder ist es nur eine Übertreibung? Keine Ahnung. Und da ist die Furcht also meines Erachtens durchaus nachvollziehbar und teilweise auch berechtigt. Man darf sich allerdings von der Angst nicht übermannen lassen. Und Gott sei Dank gibt es da auch relativ gute Lösungen. Und aus meiner Sicht, der Königsweg ist da die Fundamentalanalyse. Das heißt, dass man weiß, was man will, dass man seine eigene Aktienanlagestrategie macht und dass man dann eben auf Kennzahlen insbesondere beruht und dann gerne auch noch qualitativ, indem man sich das Unternehmen anschaut und einfach ein Gefühl dafür bekommt. Nie weiß man alles, kennt man das Unternehmen nie auswendig, wie aus der eigenen Westentasche, das geht nicht. Aber man soll ein Gefühl dafür bekommen, man soll Vertrauen dafür bekommen, man soll anhand konkreter Kriterien, die man an Fundamentalkennzahlen festgemacht hat, dieses Investment getätigt haben. Und dann kann man sich auch an diese fundamentalen Kriterien klammern und so sagen, ja, der Gewinn ist ja gar nicht eingebrochen beispielsweise, der Cashflow ist ja noch da, die Dividende wird ja immer noch erhöht. Und wenn man sich dann an solchen Sachen zu Recht festklammert, dann kann man diese Unsicherheit, die meines Erachtens also psychologisch und auch erwartungsmäßig ja durchaus berechtigt ist, gut bekämpfen und schmeißt dann die Aktien nicht so auf den Markt. Und als Fazit möchte ich jetzt nochmal festhalten, die Ängste bzw. die Unsicherheiten, die mit Investitionen bzw. Aktien in fallenden Märkten verbunden sind, die sind aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar, aber eben auch beherrschbar. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, gute Nerven, gute Fundamentalanalysen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!